Servus miteinander, da ist der Martin, der Mad Max. Ich darf euch heute zwei neue Lampen vorführen, der Marke Immerland, nämlich die MS12 Mini in zwei verschiedenen LED-Varianten. Und weil ich es da schon aufgebaut habe und auch die Vorgänger, einerseits einmal MS12 Mini und wer sie hat, die MS12 gar nicht so Mini. Aber beide haben 12 LEDs und man mag es nicht glauben, die Spitzenhelligkeit ist bei dem neuen Modell höher als bei dem alten Monster. Und wenn wir schon von Monstern sprechen, die MS18 habe ich auch hier. Die ist immer noch mit 100.000 Lumen die hellste Taschenlampe, die man so kaufen kann. Es kommt ja immer nur auf die Taschen an. Also auch da. Und was man hier noch sieht, zur MS18 gab es die R90TS dazu, die andere LEDs hat, um eine höhere Reichweite zu erreichen und dafür mit weniger Lumen. Zur MS12 gab es die R90C. Aktuell gibt es die MS08 mit der RS50 und eben mit der MS12 Mini. Ich versuche es, dass man so ein bisschen in die Kamera hält, mit der 70.2 HD LED und alternativ dazu, also ihr seht, das schaut gar nicht so gelb aus, diese LEDs, die 70.3 HI, haben diesen Dom nicht. Das erkläre ich aber ein bisschen später. Die Lampen sind Vorserienmodelle, das heißt, ich habe keine Verpackung dazu bekommen, keine Bedienungsanleitung, kein Zubehör, deswegen kann ich sie euch nur so zeigen, wie sie sind. Die 12 LEDs habe ich bereits hingehalten, die Größe habt ihr gesehen, es gibt hier einen Seitenschalter, die Bedienung erkläre ich dann auch gleich noch ein bisschen, und eins, zwei, drei Lüfter, und vielleicht stelle ich da die Kamera ein bisschen schärfer, dann habt ihr mehr davon. Drei Lüfter, die jeweils die Luft ansaugen, und zwischen den Lüftern, beziehungsweise zwischen Lüfter und Schalter, man sieht da teilweise sogar ein bisschen das Licht durchscheinen, die Luft wieder rausblasen. Das kann ich sogar forcieren, indem ich den Schalter gedrückt halte. Dann blast es. Gar nicht so wenig und gar nicht so leise. Aber wo Licht ist, ist Leistung, und wo Leistung ist, entsteht Hitze, und die muss ja weg. Drücken und halten, dann schaltet sich wieder aus und ihr versteht, was ich erzähle. Angetrieben wird das Ganze von einem Battery Pack. Der ist da hinten aufgeschraubt, hat einen Kontakt, hat, wenn er voll aufgeladen ist, 16,4, 16,8 Volt, weil es sind vier Stück, 4000 mAh, 21700er Akkus drinnen, und die werden hinten, wie von Immerland gewohnt, und das Ladegerät ist auch kompatibel, über einen Klinkenstecker aufgeladen. Mal drauf und den zu. Die Bedienung zeige ich auch noch ganz kurz her. Drücken, also 3 Sekunden lang gedrückt halten, startet den Lüfter. Das habe ich euch schon gezeigt. Viermal klicken, dann blinken da links und rechts diese LEDs grün auf. Das bedeutet, die Lampe ist gesperrt. Und das ist dringend anzuraten, damit man sich nicht die Hosen oder die Jacke oder irgendwas anderes verbrennt. Nochmal viermal klicken, dann ist sie wieder entsperrt. Ein kurzer Klick startet in der letzten Helligkeit, keine Ahnung was das war. Ein kurzer Klick schaltet sie aus. Dreimal klicken startet im niedrigsten Modus. Da habe ich jetzt die niedrigste Helligkeit, drücken und halten. Schaltet die Helligkeitsstufen durch von Low, Medium 1, Medium 2 und High, und dann startet es wieder unten bei Low. Wobei Low, ihr werdet ihr dann sehen, wie viel Lumen das sind. Also Low, zweite Stufe ist ohne Lüfter, dritte, vierte und fünfte Stufe, also die Medium-Stufen und die High-Stufe, schalten dann den Lüfter automatisch dazu. Ein Doppelklick bringt uns in den Turbo, ein weiterer Doppelklick startet den Strobe, noch einmal Doppelklick ist wieder Turbo. Wenn ich dann dreimal klicke, komme ich zurück ins Low, und wenn ich von Turbo gedrückt halte, komme ich auf den letzten Modus, in dem ich war. Also wir sind jetzt im zweiten Modus, ich gehe mal in den dritten Modus, zweite, dritte Stufe, Doppelklick zu Turbo. Ups. Doppelklick ist Turbo, Doppelklick ist Strobe, Doppelklick ist Turbo, drücken und halten,
und er geht zurück in den Modus, in dem ich zuerst war, oder Doppelklick zum Turbo, 1, 2, 3, ups, da war ich zu langsam, Doppelklick im Turbo, 1, 2, 3, und er fällt zurück in die niedrigste Helligkeit. Finde ich persönlich ganz gut gelöst. Dann nerve ich euch jetzt ein bisschen mit technischen Daten. Vorab vielleicht eine Erklärung, ein Disclaimer. Ich bin kein ISO-zertifiziertes, geprüftes Messbüro. Ich verwende Hobby-Equipment, bringe ein bisschen Erfahrung, sage ich jetzt einmal dazu. Ich habe schon einige Lampen vermessen und glaube, dass meine, die Werte, die ich jetzt hier als Lumen bezeichne, ganz gut in die Realität passen und dass meine Messfehler in einem akzeptablen Bereich sind. Ich hoffe, es sind weniger als 10%, aber nehmt dabei alles mit 10% plus minus bei meinen Daten an. Ich glaube, dann kommen wir gut hin. Also, schauen wir mal, wenn ich da umschalte. Und ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, wenn ich jetzt meine mehreren Monitore ein bisschen anschauen muss. MS-12 Mini TecTalk, die Sachen ein bisschen zusammengefangen. Schmeißen wir mal weg. Hier noch einmal die LEDs gezeigt. Links die 70.2 zweite Generation, rechts davon 70.3 dritte Generation dieser Cree LED, wobei zusätzlich die linke 70.2 als HD-Variante und die 70.3 als HI-Variante in der Lampe drinnen sind. Und was ich so ein bisschen gelesen habe, kommt da bei den Leuten ein bisschen zu Verwirrungen. Das ist nicht immer ganz klar, glaube ich. Schauen wir die Spezifikationen. Ihr könnt es natürlich jetzt pausieren und euch das durchlesen oder ihr habt es wahrscheinlich im Internet schon selber entdeckt und euch angeschaut. Hier noch einmal die LEDs, wobei man, da habe ich auch noch mal eingeblendet, wie diese LED-Typen ausschauen. Die HD mit dieser Kuppel drauf, die wirkt wie eine Vergrößerungslinse und zieht, wie man da sieht, diese schwarze Linie, also wo, in welchem Winkel kommt wie viel Licht raus, wird einfach breiter auseinandergestreut. Die HI-Variante ohne dieser zusätzlichen Linse strahlt quasi nur flach aus und da geht das Licht ein bisschen enger weg. Wird halt nicht so aufgefächert. Und man erkennt auf diesem Bild auch ganz gut, dass durch diese Linse die Datei, also der orange Bereich, wo das Licht wirklich rauskommt, vergrößert ausschaut. Da kommen halt mehr Lumen raus und das Licht wird auch dadurch noch mehr ausgebreitet. Dann schauen wir uns mal die ganzen Messwerte an. Da habe ich einen Überblick von euch und damit ihr die Pause drücken könnt, blende ich mich mal kurz aus. So, jetzt muss ich ein bisschen hassertieren. Ja, meine, die Maus sieht man. Ich habe hier bei der MS-12 Mini, das ist die 70.2 in der HD-Variante und die 12 HI Mini ist die mit der HI-Variante. Und ihr seht, ich habe einerseits einmal die Werte, die ich bekommen habe, mit meinem Equipment hergeschrieben. Dann habe ich eine Differenz Ist zu Soll. Und da unten, das ist vielleicht auch interessant und in dieser Kurve angezeigt, dem Vergleich, wie viel weniger hell ist jetzt diese 70.3 HI-Variante als die HD-Variante dazu. Und da sieht man, der Verlust an Lumen, abgesehen von hier bei 30 Sekunden, das ist einfach, weil es da durch die Hitze die Lumenzahl relativ schnell sinkt, ist es schwer, auf den Punkt genau dasselbe zu kriegen. Aber da über die Stufen sieht man zwischen 10%, 14% ist da der Helligkeitsverlust durch die andere LED-Variante. Ganz hinten habe ich den Throw in Candela und dann auch umgerechnet auf Meter, wobei ich da die Messwerte auf 10 Meter erfasst habe. Ich habe es auf 5 Meter probiert, nur auf 5 Meter komme ich mit den Werten nicht hin. 10 Meter passt, 15 Meter passt, also mit 10 Meter komme ich auch in die Nähe der Herstellerangaben. Wobei der Maximalwert, der angegeben ist, mit 268.600, das würde entsprechend 1036 Metern. Ich habe da sogar ein bisschen mehr rausbekommen bei der HI, nämlich 276.400 Candela und damit eine theoretische Reichweite oder eine rechnerische Reichweite von 1050 Metern. Die HD-Variante hat da ein bisschen weniger, sondern nur knapp 950 Meter Reichweite. Also ca. 100 Meter geht am Papier die HI-Variante weiter als die HD-Variante. Dafür hat die HD-Variante auch ein bisschen mehr Lumen, nämlich 60.000 maximal,
Angegeben sind da bis zu 65.000. Die HI-Variante komme ich auf 51.400 maximal. Auch da sind in den Unterlagen noch die 65.000 angegeben. Ich gehe aber davon aus, dass Immalent für die HI-Variante ein zweites Specsheet rausgibt, damit die jetzt nicht die Werte ein bisschen besser und leichter erkennbar auseinandergerechnet sind. Alle anderen Stufen könnt ihr euch anschauen, bis auf die Low. In Low habe ich sogar eine höhere Helligkeit rausbekommen, nämlich 1740 Lumen auf Low bei der HD und 1650 Lumen bei der HI. Und auf Rückfrage wurde mir bestätigt, die Treiberplatine ist bei allen Varianten dieselbe. Das bedeutet, die Laufzeitkurven und so weiter, die ich habe, werden, ich habe jetzt einmal nur die HD durchgemessen, die HI schaue ich mir erst nach allen an, aber wie ihr euch vorstellen könnt, messen, abkühlen, aufladen, das ist alles ein ziemlicher Aufwand. Nur damit ihr mal eine Idee habt, wie die Regelung einprogrammiert ist, schauen wir uns alles im Modell der HD an. So, dann bringe ich mal mein Gesicht auch wieder rein. Da habe ich gemessen, MS12 Mini HD in Turbo. Cooled bedeutet da, nachdem der eingebaute Lüfter ja immer läuft, dass ich die Box, in der ich diese Laufzeitkurven messe, einen Luftstrom durchfächer, damit es nicht abbrennt da drinnen. Ihr seht da die lila Kurve ist die Temperatur in der Kabine. Es heizt sich da von 20 auf ungefähr 25, 26 Grad in meiner Kabine drinnen auf. Die rote und die grüne Kurven entsprechen der Temperatur am Kopf. Das habe ich neben dem Schalter gemessen. Temp Case bedeutet unten am Akkurohr, wo ihr das haltet. Nachdem das alles die Temperatur langsam durch den Körper sich aufbaut und ich nur mit einem Auflegethermometer messe, ist es erstens einmal auf ein paar Grad ungenau. Aber man kann einen Trend recht gut sehen, wie sich die Temperatur entwickelt, wie sich die Temperatur verteilt und natürlich von den verschiedenen Stufen zueinander. Der Messfehler ist ja wahrscheinlich überall derselbe. Dementsprechend sollte es für euch jetzt nicht das Absolutwert, sondern nur so einer allgemeinen Information dazu helfen. Also Turbo, so wie der Test durchgeführt wird, man schaltet ein, maximale Helligkeit für wenige Sekunden, 45 Sekunden sind angegeben, dann soll es runterfallen auf 13.000 Lumen, es fällt bei mir auf knapp über 10.000 Lumen und dann bleibt das Ding komplett stabil. Da habe ich ehrlich gesagt blöd geschaut. Für 44 Minuten habe ich dann eine Helligkeit von über 10.000 Lumen gehabt, dann schaltet es aus, dann hat der Akku nur noch 12,2 Volt gehabt, dann war es vorbei. Angegeben sind 41 Minuten. Dann habe ich mir noch den Schmäh gemacht und habe, wie man da so schön sieht, alle 5 Minuten den Turbo wieder gestartet. Die Temperaturen geben natürlich jedes Mal wieder schöner Gas, wie man da an dieser roten Kurve so schön sieht. Mein Sensor hat da knapp 50 Grad gemessen. Ich habe mal zum Testen mit einem Infrarotthermometer draufgehalten. Da habe ich auch schon 55 und mehr gesehen, 56, 57 Grad, je nachdem, wo man hinhört. Das Ding ist ja auch keine absolut genaue Messeinrichtung. Aber bis knapp vor Schluss kann man den Turbo immer wieder zünden. Natürlich, man sieht, die blauen Spitzen werden niedriger, weil ja auch die Akkuspannung sinkt. Das heißt, es ist weniger Wattstunden, weniger Leistung drinnen, die der Treiber zur Verfügung hat. Da zum Schluss, bei Minute 30, da sieht man so einen kleinen Schlenker nach unten, da habe ich den Turbo nicht mehr zünden können, weil einfach zu wenig Volt drinnen war. Und 32 Minuten habe ich da in Summe Licht gehabt. Dann schauen wir uns noch die anderen Stufen an. In der Stufe High habe ich ich glaube 3 Minuten habe ich die höhere Leistung. Dann fällt es runter wieder auf diese knapp 10.000 Lumen. Und die 10.000 ist auch das, was die Lampe bei mir immer stabil gehalten hat. Da habe ich eine Gesamtleuchtdauer von 46 Minuten erreicht. Ohne den Spitz am Anfang gibt es die Stufe Mid 2. Die soll ja ca. 10.000 Lumen. In der Messung waren es ein bisschen weniger. Das liegt halt aber auch an meiner Messkabine, die je nachdem wie die Lampen drinsteht, eine größere oder kleinere Toleranz hat. Aber ich wollte halt diese Graphen nicht einfach nach 100%, sondern mit den Lumenwerten ein bisschen drinnen haben. Da habe ich eine Gesamtleuchtdauer
von 51 Minuten gehabt. 48 Minuten gibt da der Hersteller an. Und auch da, Brettl eben. Mit 1 ist er auch noch aktiv gekühlt. Da komme ich auf, ich glaube, das waren 4300 Lumen für 1 Stunde 45, 1 Stunde 23 wäre da die Herstellerangabe. In der Stufe Low, da läuft dann der integrierte Kühler nicht. Das heißt, das ist quasi lautloses Licht. Waren 2700 Lumen, die genauen könnt ihr euch in der Liste dann zurück nochmal anschauen, für 3 Stunden und 5 Minuten, bevor es dann ausschaut. Herstellerangabe sind da 2 Stunden 50 und in Low kriege ich eben diese 1700 Lumen raus für 4 Stunden 30. Da gibt der Hersteller 4 Stunden an. Also, das ist schon ganz beachtlich und insbesondere diese Brettl-Ebene Kurve, diese Brettl-Ebene Helligkeit ist, ich würde mal sagen, das findet man bei nicht vielen Herstellern, wenn, ich glaube, bei gar keinem, dass bis zum Schluss auch in der stärksten Stufe das Licht und die Akkus ausgequetscht werden. Zum Schluss, wenn ich was schlecht erklärt habe oder unverständlich erklärt habe oder schlicht vergessen habe, kommentiert das Video, schreibt es mir auf Facebook oder schreibt mir einfach eine E-Mail, dann versuche ich Sachen klarzustellen. Wenn ihr das Video bis jetzt angeschaut habt und ihr drückt aufs Like, tät ich mich sehr freuen. Wenn ihr meinen Kanal abonniert, dass ihr nie was vergesst, freue ich mich noch mehr. Und ja, wir sehen uns hoffentlich bald, wenn ich es endlich geschafft habe, mit den Dingen in den Wald zu gehen. Dann danke fürs Zuschauen noch einmal und pfiat euch.